Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zum Thema Bereinigung mentaler Probleme Teil 1. Ja, Yoga geht davon aus, dass jeder Mensch mentale Probleme hat, weil sich dahinter Ängste, Sorgen, aber auch Komplexe birgen. Ich fand das recht witzig, aber es ist wohl wahr. Ein guter Selbsttest ist, sich zu fragen, bin ich 24 Stunden am Tag und das wirklich jeden Tag glücklich? Aber so, damit ist auch nicht gemeint, dass man quasi frei ist von Gefühlen wie Wut und so weiter, sondern so eine Art innere Kontinuität von Zufriedenheit und spontanem Staunen fast täglich, also so eine Art Lebendigkeit ohne Stimmungsumschwenkungen. Ja, Yoga ist so gestrickt, dass wir hier sagen, wir wollen keine Theorie erörtern, sondern praktische Techniken anwenden, um halt diese Disbalance zu bereinigen. Ja, mentale Balance wäre dann nämlich die Selbsterkenntnis, also intuitive Aha-Erlebnisse, Offenbarung, so eine Art wachsendes Bewusstsein, was man jetzt auch aus der letzten Lektion unter intuitives Wissen kennengelernt hat. Ja, wie ist das Gegenteil, wenn wir ständig in mentaler Aufruhr sind? Das lässt es dann nicht möglich werden, diese oberen Qualitäten oder diese oben genannten Qualitäten hervortreten zu lassen. Also das Unterbewusstsein ist hier recht unentspannt. Auch wenn man vermeintlich nach außen hin bewusst, also im Bewusstsein, entspannt sein sollte oder sogar ist. Also die tiefere innere Aufruhr ist aber dennoch da und deshalb kommt es dennoch zu Verkrampfungen, die man vielleicht selbst dann wiederum nicht so bewusst erlebt. Ja, eigentlich sollte das Gesamtsystem hochrezeptiv und auch wachsam sein, also aufnahmefähig. Sowohl sich selbst und dadurch ja auch dem Außen gegenüber, gerade sich selbst gegenüber, um halt diese unterbewussten Felder, aber auch die bewussten, manchmal treten wir den bewussten Problemen ja auch nicht so richtig gegenüber, um diese halt ja zu eliminieren durch die Erkenntnis. Durch das Verstehen dieser Felder. Um das nochmal zusammenzufassen, worum es eigentlich geht in diesem Yoga-Weg, nämlich um die Konfrontation von diesen Feldern, habe ich hier noch ein Zitat gewählt aus dem Zen. Unter dem Schwert hoch erhoben lässt die Hölle dich erschüttern, aber gehe weiter und das Land des Segens ist nahe. Also dieses Zitat spiegelt nur wider, dass man durch diese Erschütterung im Grunde gehen muss, um diese Felder zu bereinigen. Egal, was es nun war in der Vergangenheit oder vielleicht jetzt auch im Moment, es ist wichtig, da durchzugehen, um entspannt werden zu können. Ja, mentale Probleme und Yoga. Was heißt das eigentlich? Jung geht auch als Psychologe darauf ein, auf dieses Thema mentale Probleme. Er sagt, dass die Suche nach Sinnhaftigkeit im Grunde bei jedem Menschen ist. Und dass wenn die Bewusstwerdung von der Sinnlosigkeit letztlich gegenüber dem, was man gerade macht, hochkommt, dass dann so eine Art Angst oder gar Panik eintreten kann. Yoga geht auch davon aus, dass der Mensch in diesem unendlichen Aktionismus ist, um genau diese Konflikte, die tiefer liegend sind, zu vermeiden, aber auch die Sinnhaftigkeit, die ja als Fragestellung da ist, zu vergessen. Also die Sinnhaftigkeit des Lebens nicht zu konfrontieren. Es gibt dann unterschiedliche Methoden, um dem zu entkommen, entweder durch Flucht, ja, man ist in einer absoluten Reizüberflutung, ganz aktiv, oder durch eigene aufgestellte Dogmen. Man sagt, so und so ist es und so bleibt es,
Aber das hat nichts mit einem tieferen Wissen oder tieferem Erfahren zu tun. Ja, man fühlt sich dann eventuell einfach auch nutzlos oder unfokussiert durch, ne, durch diese Konfrontation mit dieser Frage, weil man merkt, oh, das, was ich mache, ist irgendwie sinnfrei. Und damit im Zusammenhang können ja negative Emotionen hochkommen. Wie schon erwähnt, möchte Yoga diese tiefer liegenden Probleme einfach bereinigen, ohne den Geist neu zu füllen. Er will eigentlich in diesem freien Geist bleiben. Nicht zu verachten ist aber, dass diese mentalen Probleme ja einen auch pushen können, initiieren können, dass man diesen Yoga-Weg oder einen anderen Weg geht, also quasi den Weg der Fragestellung. Von daher haben sie im Grunde auch was ganz Gutes. Was können denn mentale Probleme noch sein, außer Ängste und Dogmatismus und Konditionierung? Ist interessant, Yoga spricht auch davon, dass eine gewisse Nachahmung von Qualitäten oder auch von Redensformen oder Affirmationen ohne Reflexion eventuell ein Zeichen von tiefer liegenden Problemen sein kann, genauso wie die Minderwertigkeit als Gefühl, die ja eigentlich aus der Unwissenheit sich selbst gegenüber entsteht, nämlich dass man sich selbst nicht kennt und seine zusammengefassten Fähigkeiten und Neigungen. Und dadurch entsteht diese Kompensation oder das Kompensationsbedürfnis durch Wettbewerb und Vergleich. Das höhere Bewusstsein, das ist da ganz anders, sagt, okay, die Ängste sind vielleicht da, aber sie sind überwindbar. Sagt auch, nee, du brauchst das nicht nachzuahmen, du musst es selbst erfahren. Yoga sagt das immer wieder auch. Es ist wichtig, alles selbst zu erfahren. Yoga spricht auch immer wieder vom spontanen Geist. Also man kann alles wieder neu erfahren, neu wissen und das in einem Momentum. Und nicht über eine Zeitspanne hinweg, zusammengefasst durch eine, ja, dogmatische Formel. Und Yoga sagt auch, jeder Mensch ist genial. Jeder besitzt hohe und noch viel höhere Fähigkeiten, als man selbst denkt, sich selbst gegenüber. Und die gilt es zu entdecken. Deshalb ist eigentlich dieses Gefühl der Minderwertigkeit unschlüssig aus yogischer Sicht. Yoga gibt dann drei Lösungswege als Möglichkeit an, wie man mit diesen Problemfeldern umgehen kann, die ja auch unterschiedlich gesetzt sind. Erstmal geht es darum, neue Problemfelder zu vermeiden. Das heißt, dass man es vielleicht durch das Bewusstsein, das ausgeprägtere Bewusstsein und der Selbstreflexion schaffen sollte, sich nicht in irgendwelche dramatischen Szenarien hineinzubegeben. Also, oder wenn man es merkt, da ganz bewusst rauszugehen. Besser ist es natürlich von vornherein zu sagen, diesen Kontakt will ich nicht oder da gehe ich jetzt nicht rein oder davon sondere ich mich ab oder dazu äußere ich mich nicht und so weiter. Oder den verletze ich jetzt ganz bewusst nicht. Oder gerade wenn man merkt, oh, gedanklich geht es in die Richtung, das zurückzuschrauben. Das ist natürlich ein sehr harter Konditionierungsakt, aber das kann man tatsächlich üben, je bewusster man sich selbst gegenüber wird. Dann gibt es auch die Möglichkeit, die bewussten Probleme, die da sind, sie zeigen sich ja oftmals gedanklich, Szenen, die immer wieder auftauchen, dass man sie tatsächlich ausufern lässt, während man sie bewusst beobachtet und sie ermüden lässt. Also diese Felder haben ja ganz offensichtlich einen Drang, sich auszutoben. Wichtig ist es wirklich dabei zu sagen, ich unterdrücke es nicht, ich lasse sie einfach mal laufen. Natürlich ist der dritte Lösungsweg eigentlich der wichtigste und davon sprechen wir ja immer wieder, nämlich dass das unterbewusste Feld entdeckt wird. Also
das, was hinter dem steht, was ständig hochkommt oder vielleicht noch nicht hochgekommen ist, dass man die tiefer liegenden Ängste entdeckt. Und mit diesem Bewusstsein oder mit dem Wissen, dass das oftmals nie oder eigentlich nie, grundsätzlich nie, das sagt zumindest Yoga, mit äußeren Umständen, Objekten oder Personen zu tun hat. Das ist ein eigener innerer Kodex, der da ganz tief drin steckt in dir, welcher gern bearbeitet werden möchte. Interessant dabei ist zu wissen, dass diese drei Lösungswege natürlich auch ineinander übergehen können. Wenn man nämlich zum Beispiel das unterbewusste Feld entdeckt und das klar wird, wird es dann automatisch zu einem bewussten Problem, weil dann ist es ja offensichtlich gemacht worden. Es gilt aber zu wissen, dass je weniger Probleme man hat, also je mehr bereinigt worden ist, desto mehr Ruhe und Gelassenheit in der Lebensführung bestehen kann, also auch im alltäglichen Leben. Ja, die Programmierungscodes, die kennen wir ja schon aus Lektion 2. Die können wir ja hier jetzt nochmal wiederholen, um nämlich neue Fehler zu vermeiden. Ganz konkret kann man diese Codes anwenden, wenn man in Situationen kommt, wo man merkt, oh, hier komme ich wieder in die Selbstvernichtung zum Beispiel, sich daran zu erinnern, radikale Selbstakzeptanz, Akzeptanz aller Gefühle, ganzheitliche Betrachtung seiner eigenen Persönlichkeit, aber auch die der anderen, ja, wenn man wieder in die Verurteilung zum Beispiel gerät, zu gucken, ja, was ist denn der Mensch noch? Verbunden mit der Empathie, sich hineinzuversetzen in den anderen. Tiefste Ängste herausfinden, einfach ne, sich daran zu erinnern, darum geht es jetzt. Ne, wie man das dann später macht, das können wir ja dann nochmal sehen, aber dass man sich daran erinnert. Zwar die Gefühle auszudrücken, aber dann auch zu reflektieren und zu wissen, diese wollen jetzt reflektiert werden. Gut ist es auch zu wissen, eigene Fähigkeiten und Grenzen zu akzeptieren. Also nicht darüber hinauszugehen, um quasi erneuten Schmerz ja, zu sammeln. Wichtig ist es auch, sich nicht zu verkrampfen, also seinen Neigungen einfach nachzugehen, ganz natürlich. Und nicht etwas ja, zu haben zu wollen oder etwas umsetzen zu müssen, was eigentlich nicht der eigenen Persönlichkeit entspricht. Wichtig ist aber auch die Konfrontationsfähigkeit. Ja, zu sagen, so jetzt renne ich hier nicht weg, ich gehe da hin und äußere meinen Standpunkt. Also sich daran auch immer wieder zu erinnern. Wichtig ist auch zu wissen, ja, diese Triebe habe ich. Ja, ich akzeptiere diese Triebe, ich folge diesen Trieben, verurteile diese Triebe nicht. Weil das kann ja wieder zum inneren Kritiker oder den inneren Kritiker hervorrufen, der sagt, oh Mann, das darfst du nicht und so weiter. Oder jetzt hast du es schon wieder gemacht. Nee, sich dessen bewusst zu sein, dass diese Triebe einfach ein Bestandteil des normalen, des menschlichen Lebens ist. Vielleicht aber auch zu sagen, okay, das und das habe ich falsch gemacht im Leben, aber jetzt ist das jetzt und ich genieße trotzdem das jetzt. Und immer wieder auch sich zu vergewissern, darüber zu vergewissern, dass man das eigene, dass man, oder dass man den eigenen Verstand als unabhängige Instanz betrachtet und nicht als das, was man ganzheitlich ist. Ja, also ich denke, diese Codes können einem wirklich helfen. Ich mache das auch immer mehr und merke, dass sich dadurch eine kleine Veränderung ergibt im Alltag. Ja, jetzt das unterbewusste Feld. Wie machen wir das? Yoga geht ja immer wieder mit all seinen Techniken in Richtung Entspannung. Also das heißt, dass alles erstmal hochkommen darf, um das System zur Entspannung kommen zu lassen. Das haben wir eigentlich durch die Raja-Yoga-Techniken, wie Tathagata, was ihr jetzt auch kennengelernt habt, wie durch die einfache Technik Shavasana. Eigentlich auch durch Hatha-Yoga. Alles kommt so, wird bearbeitet, alles, ja, also der Körper speichert ja im Grunde auch seine Themen. Und der wird bearbeitet und am Ende liegt man im Shavasana und dann kommt die Ruhe, die Stille. Und dann kann da Raum geschaffen werden durch die Stille für die tiefer liegenden Themen. Es gilt dadurch zu sagen, ja, je mehr Entspannung, desto klarer wird der Geist.
Und umgekehrt auch. Ja, je klarer der Geist ja wird und je mehr man bereinigt ist, desto besser tauchst du ja in die Entspannung ein, weil nicht dann wieder irgendwo wieder was zieht und zwingt und ja, dieser Gedankentumult sich ständig, ja, sich ständig bewegt. Also das ist quasi vice versa. Ja, die Entwicklung des Reinigungsprozesses führt zu mehr Entspannung. Das haben wir ja gesagt. Und das wiederum zu noch tieferem Eintauchen in die eigene Problematik. Yoga geht davon aus, dass wenn diese Themen auftauchen, das unterbewusste Feld sich meldet, dass das eigentlich schon reicht, weil sich dann diese Themen auflösen können. Und dazu werden wir dann noch im Laufe dieser Online-Akademie noch mehr auf Techniken eingehen, so dass es sich tatsächlich auch auflöst. Also man muss dann eigentlich gar nicht mehr so viel machen. Ja, dann wünschen wir euch erstmal mit diesem Wissen viel Spaß. Es geht im Grunde darum, erstmal alles hochkommen zu lassen und nichts zu unterdrücken. Und dann werden wir irgendwann noch mal schön drauf eingehen, was wir dann machen. Ja, wünschen wir euch viel Spaß. Ade.